Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, das schöne Tamriel ist leider ein wenig verregnet heute, aber da werden wir jetzt nicht drauf achten, weil wir wurden hier nach Nimalten beordert, um den Leuten zu helfen. Willkommen in Nimalthen, Reisende. Sucht ihr den Rat unserer mächtigen Tane Fiora? Oder gehört ihr zu Feldwebel Eras Truppen? Weder noch, ich habe dringende Neuigkeiten für die Tane Fiora. Dringende Neuigkeiten, was? Vielleicht lenkt sie das etwas von dem ganzen anderen Ärger ab. Davon gab es in letzter Zeit genug. Es gab einen Anschlag auf das Leben der Tane. Ausgerechnet ihr Huskarl, Bastard. Feldwebel Ära und ihr Trupp sind gerade rechtzeitig gekommen, um der Sache nachzugehen. Hat Titan überlebt? Ei, unsere Fiora ist zäh. Richtig zäh. Hat den Horker auf der Stelle niedergemacht. Schaut, ich muss auf meinem Posten bleiben. Ich bin mir sicher, dass der Feldwebel und unsere Tane mit euch sprechen wollen. Die Halle ist einfach nur die Treppe am Hauptplatz hoch. Danke, ich spreche mit der Tarne. Ja, aber wir gehen natürlich nicht einfach so, das hat sich nach einem Eichhörnchen angehört, nicht einfach so hier durch, sondern schalten. Hat das jetzt angenommen? Na, na? Aber es war es, glaube ich. Schalten den Wegschrei nochmal eben frei. Ah, jetzt zeigt das mal an. Kameradin, auf ein Wort. Nein, verfolgt mich nicht. Geh weg. Hau ab. Oh, wenn ich den Pakt hier durch habe, bin ich jetzt beim Pakt, ja. Wenn ich den durch habe, dann kann ich mich gerne mal um Magiergilde und Kriegergilde kümmern. Ah, da oben sind die beiden. Werte Freundin, ich könnte schwören, dass wir uns erst vor ein paar Tagen unterhalten haben. Ich sehe euch an, dass ihr von Nimalthens übler Lage wisst. Wie geht es euch? Gut genug. Es tut gut, einen Grund zu haben, jeden Morgen aufzustehen. Ohne meine Familie, so wie sie früher war, da ist es leicht, sich in tristen Gedanken an Ödfeld zu ergehen, an die guten Tage. Was hat euch nach Nimalthen geführt? Diese Ermittlung, damit befasse ich mich gerade. Denska sagte immer, dass ich mich in alles verbeiße wie eine Bärenmutter. Ich kann einfach nichts loslassen. Jetzt setze ich diesen Instinkt zum Wohl des Pakts ein. Wie seid ihr in diesen Auftrag gekommen? Nach meinem Zusammenbruch haben einige der anderen ihre Beziehungen zu den Befehlshabern des Pakts spielen lassen. Während der Ausbildung sprachen wir über das, was ich tun würde. Und das hier scheint perfekt zu mir zu passen. Ja, warum auch nicht, ne? Was bringt euch in meine Halle? Ihr seht nicht so aus, als ob ihr die Hilfe einer Tane braucht. Und wenn ihr mit Ära hier seid, ihre Hilfe brauche ich auch nicht. Ich bin nur hier, um zu helfen. Eine Freundin von Ära? Nun gut, willkommen in Nimalthen. Ära und ich sind uns in Balfoyen begegnet. Der Königspfeil? Wohlan. Sagt niemandem, dass Beta Ness ein Mitglied des Wurmkults war. Ich werde Nimalthen nicht ins Chaos stürzen lassen. Wir sind ihm auf der Spur. Während wir hier sprechen, suchen meine Berater und der Hofmagier nach Hinweisen auf den Kult. Betanes, euer Huskar war ein Wurmkultist? Behaltet das für euch. Ich werde Nimalthen nicht ins Chaos stürzen lassen. Wir sind ihm auf der Spur. Während wir hier sprechen, suchen meine Berater und der Hofmagier nach Hinweisen auf den Kult. Wie läuft die Untersuchung? Langsam. Mein Berater Borodin ist im Gasthaus und befragt die Dorfbewohner. Mein Hofmagier Golun ist in der Magiergilde und betreibt Nachforschungen über den Wurmkult. Könntet ihr ihnen zur Hand gehen? Ich werde tun, was ich kann. Mein Volk sollte nicht aufgrund von Problemen an meinem Hof leiden. Ich hätte den Verrat von Betanis kommen sehen sollen, bevor er sich in meiner Halle ausbreitete. Könnt ihr mir beschreiben, was geschehen ist? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Der Bastard bat mich um eine vertrauliche Unterredung. Er meinte, er müsste mir etwas Heikles sagen. Als wir alleine waren, zückte er ein Messer. Ich musste ihm mit bloßen Händen den schuppigen Hals umdrehen. Habt ihr vor dem Angriff etwas ge geahnt? Nicht im Mindesten. Wenn ich nur an die vielen Tage denke, die dieser Schuppenrücken von meinem Met getrunken hat.
in meiner Halle gelebt hat. Boah! Ja, so geht es manchmal. Sprecht mit Borodin im Gasthaus. So, wo ist das Gasthaus? Ich gucke gerade schon so schräg geradeaus links, ne? Oder direkt daneben, auch gut. Wieso habe ich jetzt hier zwei Sachen? Adele Montaigne? Hä? Das ist wahrscheinlich das zweite, denke ich mir mal. Ich kann nicht versprechen, mich an irgendetwas hiervon zu erinnern. Ja, ist nicht mein Problem. Musst du mit deiner Frau abklären. Hi. Lasst mich raten, ihr sucht nach Wurmkultisten, richtig? Ja, das stimmt. Nun, da haben wir's. Wir sind alle Wurmkultisten. Jeder in Nimalteen betet Würmer an und tanzt mit Daedra. Dann habt ihr noch nichts in Erfahrung gebracht? Ich habe erfahren, dass die Tane sich zur Ruhe setzen muss. Eine Problemlöserin anreisen lassen, weil Fiora sich mit ihrem Huskarl gestritten hat? Eine Schande. Es lässt Nimalteen schlecht dastehen. Langsam glaube ich, dass wir einen neuen Tane brauchen. Danke. Der Typ ist irgendwie komisch drauf. Trinkt ihr einen mit mir? Was ich noch sagen wollte, ich bin es gewohnt, das Wort Nimalteen auszusprechen. Ich weiß nicht, ob es von einem anderen Spiel ist, keine Ahnung. Aber ich bin es so gewohnt, deswegen werde ich das auch beibehalten. Ihr braucht euch Zeit. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Ah. Also, ich muss gleich wieder schnell raus hier. Lass doch mal stehen. Verschwindet hier, ich bin beschäftigt. Tane Fiora sagte, ihr hättet eine Theorie über den Wurmkult. Die Tane ist ungeduldig. Ich habe es schon fast. Zunächst war ich völlig ratlos. Warum sollte der Kult in dieses rückständige Nest kommen? Was könnte der Kult ausgerechnet hier in Nimalteen finden und nirgendwo sonst? Tja, was? Ich muss noch mehr Nachforschungen anstellen. Ich muss ein Buch in der Bibliothek der Tane konsultieren, um mir ganz sicher zu sein. Ich werde euch dort treffen, sobald ich kann. In Ordnung. Danke, Golun. Wie läuft die Untersuchung? Ja, nicht so gut, ne? Wo ist sie? Hier. Nimalteen erinnert mich an Ödfels. All diese guten Menschen, die nichts von der Gefahr ahnen, in der sie schweben. Wenn wir nur meinen Ehemann und meinen Sohn hätten schützen können. Habt ihr etwas erfahren? Borodin ist ein Säufer. Er behauptet, dass jeder in Nimalteen Teil des Kults ist. Er ist ein Narr. Hat Golun etwas Interessantes entdeckt? Er sagte, er stünde davor, herauszufinden, was der Kult will. Oh, und weiter? Das hat er nicht gesagt. Er wollte ein Buch in der Bibliothek der Tane konsultieren. Ich bin gespannt, was er aufdecken wird. Würdet ihr in der Zwischenzeit das Haus von Betanes durchsuchen? Es liegt direkt südlich der Halle der Tane. Ich vertraue darauf, dass euch nichts entgeht. Ich schaue es mir an. Wir sind doch von der geheimen CIA-Organisation. Nein, weg hier. Von Tamriel wollte ich noch gesagt haben. Die Gilden verfolgen mich. Aber ich muss das doch erstmal abschließen hier. So, ja, der Typ ist schon mal tot. Abgesehen von Kleidung ist die Truhe leer. Im Nachttisch gibt es nichts Verdächtiges. Lesen wir mal ein paar Bücher, vielleicht fällt uns da was ein. In diesem Korb gibt es nichts Verdächtiges. Das wäre gestohlen. Basti, schau mal weg. Ich muss mal ein paar Sachen mitnehmen. Ich weiß, du magst mich dann weniger. Hau aber nicht direkt ab, ja? Nur weil ich hier gerade mal alles mitnehme. So, dunkler Vertrag. Das hört sich gut an. Die Geister sind der Schlüssel, um Sinmoors Kraft freizusetzen. Wir müssen die Malten als Ausgangspunkt für die Nutze suchen. Wenn Fiora nicht mitspielen will, dann beseitigt sie. Entschuldigung, gleich. Ich bin gerade so viele gelaufen. Fragen. Hallo. Wir sind noch nicht mal durch die Tür rausgehen. Wo kamst du denn plötzlich her? Wurmkult-Assassine. Die einzigen echten Assassinen, die es gibt, das sind wir.
Aber dazu kommen wir dann später noch, wenn wir denn an dem Teil angekommen sind, wo quasi zeitlich das DLC veröffentlicht wurde. Dann darf ich endlich meinen Lieblingsteil machen. Und das direkt vor meinen Augen. Was? Oh, gut euch zu sehen. Ich habe traurige Kunde. Golun ist tot. Wir hörten einen Kampf, aber meine Soldaten und ich kamen zu spät. Wo hat man ihn gefunden? In der Bibliothek, mit zwei zerschlagenen Skeletten. Der Wurmkult, da bin ich mir sicher. Aber wie sind sie an meinen Wachen vorbeigekommen? Ich werde bei der Suche helfen. Zuerst der Angriff auf die Tane und jetzt das. Ich habe meine Soldaten gebeten, sich aktiver an der Verteidigung der Halle zu beteiligen. Hoffentlich reicht das. Ära, ich wurde im Haus von Betanes angegriffen. Der Kult weiß, dass ich hier bin. Ihr habt keine Angst, oder? Bleibt stark, meine Freundin. Wir werden die Quelle dieser Verderbnis aufspüren. Also streng genommen würde ich ja fast sagen, sie könnte was damit zu tun haben, ne? Weil man ist ja in ihren Wachen vorbeigekommen. Andererseits, wenn das jetzt so ein Assassine war, die wissen halt, wie man an Wachen vorbeikommt. Moment, das ist jetzt hier unten. Das ist dann wohl seine Leiche. Er hat gerade angefangen, mir zu gefallen, weil er sah so ähnlich aus wie der eine Dunkelelf. Auf Golun wurde mehrere Male eingestochen, bis er tot war. Ein leicht glühendes Objekt ist gerade so unter ihm zu sehen, als hätte er versucht, es zu verbergen. Benutzt die leuchtende Kugel. Einfach so? Oh, hi. Grüße, Meister Dendruff. Wie immer leben eure Erinnerungen in mir fort. Wie kann ich dienen? Was seid ihr? Ich bin so, wie ihr mich erschaffen habt, Meister. Eine magische Erinnerungsmatrix. Ein Ort, an dem ihr eure liebsten Erinnerungen sicher verwahren könnt. Was ist die letzte Erinnerung, die ihr verwahrt habt? Forschungsnotiz. Wie ich vermutete, plant der Wurmkult, die gebundenen Geister der Gefährten zu benutzen, um Sinmur zu stärken. Ich habe Beweise gefunden, dass sie sich in der Krypta unter Nimalteen sammeln. Die Fußabdrücke führen zu diesem Kamin hier. Was? Nein! Das ist alles? Ja, Meister Drendorf. Eure Notizen über die Gefährten deuten darauf hin, dass sie einst mächtige Helden als ewige Wächter gebunden haben. Ich kann mich nicht an weitere Informationen zu diesem Thema erinnern. Na gut, dann untersuchen wir doch mal den Kamin. Meine Brüder und Schwestern wollen Nimalteen einnehmen. Ihr steht ihnen dabei. Ich bezweifle, dass ich in einem fairen Kampf gegen euch bestehen könnte. Zum Glück muss ich das gar nicht. Hallo? Das ist aber wirklich nicht ganz fair hier. Dann machen wir es jetzt auch nicht fair und hauen einfach ab. Tschüss. Hi. Ich habe euch nur angegriffen, weil ich die Truhe hier durchsuchen wollte. Ah ja, und wieder eine Blaupause drin. Sehr schön. Gerade leider keine Zeit. Oh, da waren aber auch noch mal ein paar Truhen. Vielleicht hätte ich doch Zeit haben sollen. Entschuldigung, ich muss hier mal eben durch. Während ich euch hier beschäftige, erhält die Tana ein letztes Rekrutierungsangebot. Wenn sie sich weigert, stirbt sie. Ja gut, dass ich hier im Schnelldurchlauf durch bin. Boah, ist das jetzt euer Ernst, dass ich da jetzt nicht dran vorbeikomme? Auf die Seite! Jetzt! Töten! Hallo? Normalerweise kann man da mal rausrollen. Achso, ich habe keine Ausdauer. So. Hey, was läuft der jetzt genau durch die Tür? Ja, kein Thema. Die Tür ist sehr aggressiv. Ja, und weil das natürlich jetzt gerade nicht klappte. Dass ich da ganz normal laufen konnte. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich noch die Aggro. So.
Da hat so lebendig, jetzt aber wechselhaft und unsicher, wie die Leute. Manche sind gut, andere sind böse. Manche machen einem Geschenke, andere machen einem die Taschen leer. Irgendwie muss ich mir das ja auch finanzieren, dass ich den Leuten immer helfe. So, ne, jetzt müssen wir doch wieder rein, Moment. Such die Tane. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Drüber, ach so. Oha. Die Kultisten. Sie kamen aus dem Nichts. Ära. Sie führte sie an. Sie verlangte, dass ich dem Kult beitreten sollte. Ich habe sie überrascht. Wo ist sie? Wo ist Ära? Ich weiß es nicht. Ich habe sie mit der Klinge erwischt und dann huschte sie davon wie ein Skever. Werdet ihr zurechtkommen, wenn ich euch hier lasse? Haltet den Mund und verschwindet von hier. Bluten fühlt sich gut an. Es erinnert mich daran, dass ich am Leben bin. Ja, wenn die zu lange blutet, dann ist aber nicht mehr sehr lange am Leben. Na gut, dann jagen wir ihr nach. Ich hab's ja gewusst. Ich sah, wie sie hinunter ans Wasser lief. Okay, danke. Ach, da läuft einer. Sie ging in die Krypta. Vielen Dank. Ich schicke Verstärkung. Irgendwann. Vielleicht. Na, was zu lesen. Hallo. Halbverbrannte Notiz. Borodin. Gulun ist tot, wie ihr befohlen habt. Und ich fühle mich, als wäre ich es ebenfalls. Ich sehe ständig den Schock und Schmerzen in seinen Augen. Vielleicht bin ich nicht so abgebrüht, wie ich dachte. Wie dem auch sei, sobald diese Tane-Geschichte beendet ist, bin ich fertig mit dem Kult und mit euch. Solltet ihr mir dennoch folgen, dann werden wir herausfinden, ob ich fähig bin, erneut zu töten. A. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Oder die Klappe? Moment, Moment. Es gibt Möglichkeiten. Ära Erdwender, ihr habt jene verloren, die euch wichtig waren. Aber es gibt Möglichkeiten, euch wieder mit ihnen zu vereinen. Alte Sitten bewährt euch Zeit und Blut. Tretet uns bei. Wir wollen im Gegenzug nicht mehr als Informationen über die Bewegungen des Pakts. Gebt sie uns, bleibt uns treu und wir werden euch wieder mit eurem Lieben vereinen. Im Namen von Manimako. Ach du je. Talik Wurmvater. Trünen, bald wirst du sehr schlimme Dinge über mich hören. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass diese nicht wahr sind. Sie sind wahr. Ich kann dir nur versichern, dass du mir meiner Fehler bewusst bin. Ich weiß, dass du enttäuscht bist. Ich kann dies nie wieder gut machen. Aber bitte vergiss nicht, dass ich dich liebe und es mir sehr leid tut. Mutter. Ihr seid also hier, um mich zu töten. Ära, warum habt ihr es getan? Erinnert ihr euch an Denska? Littrek? Erinnert ihr euch daran, wie sie gestorben sind? Wie ihr Blut aus Wunden strömte, die Klingen des Bündnisses geschlagen hatten? Ich habe es mit angesehen. Ich habe sie sterben sehen. Ihr könnt euch diesen Schmerz nicht vorstellen. Was ist mit Trünhild? Ich sehe Trün so gut wie nie. Sie ist immerzu auf ihren Missionen unterwegs. Und bald wird sie auch tot sein. Gestorben in diesem sinnlosen Krieg. Der Wurmkult kam, als ich trauerte. Sie sagten, sie könnten mich wieder mit meinem Mann und meinem Jungen vereinen. Ich musste nur einige Informationen über den Pakt weitergeben. Ihr müsst gewusst haben, dass es eine Lüge war. Vielleicht. Aber ich wollte daran glauben. Es ging nicht nur um verratene Geheimnisse. Bald verlangte der Kult, dass ich für ihn töte. Golun, Tane Fiora. Trün würde mich für das verabscheuen, was ich geworden bin. Ich bin mit dem Kult fertig. Aber es ist zu spät, oder? Ach, ihr seid so scheiße. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe mit dem Brief, den ich eben gelesen habe, dann hat sie einen Sohn. Und
macht das Ganze irgendwie auch für ihn? In Fragezeichen. Also zumindest bereut sie das. Das hat man schon mitbekommen. Aber sie hat natürlich auch Menschenleben getötet. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich meine, gut, die haben sie natürlich auch ganz schön drangekriegt. Ne? Es geht hier um den Wurmkult Manimako. Ne? Also sie haben gesagt, die braucht nur Geheimnisse zu verraten. Und plötzlich haben die dann verlangt, dass sie die Leute töten soll. Ich gehe davon aus, dass sie das mit großem Nachdruck gemacht haben. Also sprich, sie richtig unter Druck gesetzt haben. Da ist es staatlich natürlich, gesetzlich natürlich bei uns im Staat so, dass das keine direkte Schuld ist, sondern die Schuld, die durch andere hervorgerufen wurde. Natürlich selber, man selber ist es auch schuld. Man kann auch natürlich sich einfach dafür entscheiden, zu sagen, das mache ich nicht und in dem Fall dann wahrscheinlich sterben. Wenn ihr mit dem Kult fertig seid, lauft davon. Ich werde behaupten, ihr werdet tot. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Kommt, stellt euch der Gerechtigkeit oder stellt euch dem Tod. Weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Also stellt euch der Gerechtigkeit, wäre natürlich nicht schlecht. Oder stellt euch den Tod, heißt für mich so, dass ich die dann automatisch töten werde. Das finde ich halt auch scheiße. Ich kann euch nicht leben lassen, ihr habt mich und den Pakt verraten. Normalerweise würde ich so sagen, und das ist auch die kürzere Variante, die man dann auf Schnellklicken dann anwählt. Ich sag mal, wenn ihr wirklich mit dem Kult fertig seid, dann lauft davon. Ich werde behaupten, ihr werdet tot. Die bedankt sich noch nicht mal. Sie rennt einfach nur davon. Okay. Na gut. Ob das gut war oder nicht, ich habe absolut keine Ahnung, aber naja. Recht mit der Tane, ja. Aber wir werden hier nochmal so ein bisschen gucken, weil gerade in so Grabmälern oder so, wenn man da dann die Möglichkeit hat, irgendwelche Truhen zu öffnen, und da ist schon wieder ein Rezept dabei, da kriegt man ja öfter mal Rezepte oder Entwürfe und so, deswegen, achso, Moment, andere Seite. Deswegen schaue ich da immer mal rein. Oh, was ist hier noch? Dekorwachs, sehr schön. So, hier dürfte jetzt sowieso überhaupt gar kein Gegner kommen. Und da muss ich den ganzen Weg, glaube ich, die Treppen wieder hochlaufen. Ah, die haben die Leiche, Leiche wollte ich gerade sagen. Die Verletzten hier schon geborgen, das ist gut. Ja, diese Entscheidung, ich weiß es ja nicht. Ich meine, man muss dazu sagen, die haben ja eh keine Auswirkungen. Also ist es nicht so schlimm. Hoppala. Sprecht mit der Tane. Du bist nicht die Tane. Sprecht mit dir. Ich habe nach Feldwebel Ära gesucht, aber die Tane sagte mir, dass sie getötet wurde, als sie die Tane heldenhaft vor dem Wurmkult beschützte. Braucht ihr Hilfe? Ich bin gerade aus den Fürgipfelkavernen gekommen. Der Wurmkult hat uns überfallen. In den Höhlen sind noch einige Forscher gefangen. Ich fürchte das Schlimmste. Ich mache mich sofort auf den Weg dorthin, um zu helfen. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass das eine neue Quest ist. Aber gut, dann haben wir die auch schon mal angenommen. So, Ära hat also hinter vielem davon gesteckt, nicht wahr? Ich gebe nicht vor, ihre Gründe zu kennen. Ich will nur wissen, ob ihr sie erledigt habt oder nicht. Ära Erdwender ist tot. War es schwierig? Unerheblich. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr habt Golun und all die anderen gerecht, die Ära belogen und ermordet hat. Nimalthen ist sicher. Wir stehen zutiefst in eurer Schuld. Die Würmer werden keinen Schutz im Schatten von Nimalthen finden. Und wir haben eine schwere Haube von Erbe des Draug bekommen. Ja, und dann müssten wir eigentlich mit ihm sprechen, aber das hat sich dann jetzt gerade so ein bisschen erledigt, weil wir das genau andersrum gemacht haben.
Nichtsdestotrotz machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Teil wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.